Petitionen. Jeder Deutsche hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit Petitionen an staatliche Stellen zu wenden. So ungefähr steht es im Grundgesetz. Es ist eines der wenigen Grundrechte, wenn nicht das einzige Grundrecht, was nach wie vor trotz oder wegen Corona nach wie vor ohne Einschränkungen besteht. Ich habe das vor ungefähr 9 Tagen, 9 oder 10 Tagen genutzt und habe diese Petition online bei der Stadt eingereicht. Mein Spitzname Fidel Castro ist verknüpft mit meinem Namen. Ich habe nichts zu verstecken. Also ich treibe mich nicht als Anonymous durchs Internet, sondern unter meinem Pseudonym Fidel Castro. Der Titel: Todesursachenstatistik. Der Stadtrat möge den Oberbürgermeister mit der regelmäßigen Veröffentlichung in Klammern pro Quartal, Klammer zu, einer Todesursachenstatistik, hier Hinweis zu erstens, nach der ausführlichen vierstelligen ICD-10-Klassifikation zu beauftragen. Das zu ist falsch. Also er soll den Oberbürgermeister beauftragen mit der Todesursachenstatistik. Die Veröffentlichung soll auch rückwirkend für die vergangenen 5 Jahre gelten und auch auf dem Open Data Portal der Landeshauptstadt geschehen. Also nicht nur nach Pressemitteilung oder ähnliches, sondern dauerhaft aufs oder ins Open Data Portal. Eine kurze Begründung habe ich mir auch ausgedacht. Durch die Corona-Pandemie ist das Thema Tod massiv in den Fokus der Gesellschaft getreten. In einer aufgeklärten und selbstbestimmten Gesellschaft gehören Informationen darüber, woran Menschen verstorben sind, in die öffentliche Diskussion. Dafür soll die Todesursachenstatistik als Grundlage dienen. Und hier unten ist der Link zur Todesursachenstatistik vom Bundesamt für Statistik. Die Statistik wird also deutschlandweit geführt und dementsprechend müssen die Daten ja auch irgendwo herkommen. Und wenn sie irgendwo herkommen, dann kommen sie von den Gemeinden, Kommunen, Landkreisen, kreisfreien Städten, Ländern und so weiter. Das heißt, die Daten müssen vor Ort erhoben werden, damit sie überhaupt in eine deutschlandweite Statistik einfließen können. Und mein Ziel ist es, dass es diese Todesursachenstatistik zukünftig also auch explizit bzw. ausschließlich für Dresden gibt. Wie ihr sehen könnt, haben in den letzten 9 Tagen 13 Menschen meine Petition online mitgezeichnet. Das funktioniert hier über e-Petition mitzeichnen. Ich werde das natürlich nicht tun, weil ich es ja eingereicht habe und es ja auch genau einer Person bedarf, um eine Petition zu stellen. Bereits der ursprüngliche Petent reicht aus, um eine Antwort zu bekommen. Es braucht keine 13, aber ein bisschen Aufmerksamkeit für das Thema tut der Sache gut. Und bis jetzt sind also 13 Menschen außer mir der Meinung, dass das eine gute Idee sei. Wichtig, wenn ihr den Link zur E-Petition verteilen wollt, müsst ihr diesen Link nehmen und dann passiert Folgendes. Die Seite mit der Adresse bla bla bla, der Link wurde in die Zwischenablage kopiert und jetzt zeige ich euch auch den Grund, warum ihr diesen Link nehmen müsst und keinen anderen. Die Petition lautet, wenn ihr diese Adresse hier oben nehmt, führt euch nur auf die Hauptpetitionsseite und nicht direkt zur Petition. Deswegen werde ich auch den Link zur Mitzeichnung unter dem Video nochmal explizit veröffentlichen. Die Petition läuft noch 5 Tage, das heißt, bis zum 30. Januar kann man diese Petition noch mitzeichnen. Wer das möchte, möge das gerne tun. Ich würde mich freuen. Euer Viel.